Ciao, 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 meine Schalker von YouTube-Freunde und Sportskammern des Fußballs. Ja, Schalker 2:0 gewonnen gegen Jan Regensburg. Pflichtsieg. Für mich war das einfach nur ein Pflichtsieg. Da hat man wirklich zwei Mannschaften, die da unten stehen, verdient da unten stehen, gesehen heute. Zeller und Karaman haben getroffen für Schalke und die Null stand zum zweiten Mal hintereinander. Bei Schalke sehr selten, sehr selten. Zweimal die Null, zwei Spieltage, zweimal zu Null gespielt. Hey, ja, ich hoffe, der Sieg gibt den Spielern ein bisschen Moral, ein bisschen Selbstvertrauen, weil jetzt kommen wichtige Wochen vor uns. Jetzt ist ja diese Länderspielpause, dann die Mitgliederversammlung, da wird es heiß hergehen. Der Sieg beruhigt trotzdem nicht die Gemüter. Ich sag mal so. Bisschen Luft verschafft. Ja, Luft verschafft kann man auch nicht sagen. Da unten ist halt eng, aber du bist von vorletzter jetzt, ich glaube, auf dem 13. oder 14. Platz. Aber trotzdem, jetzt kommen die Spiele. Jetzt kommen die Spiele, die wirklich in sich haben, wie Hamburg, Paderborn, Düsseldorf, Kaiserslautern. Da wird sich der Charakter der Mannschaft zeigen. Vielleicht tut das gut, der Sieg jetzt für die, ne? Man darf dann den Sieg. Sage ich schon jetzt, nicht überbewerten, weil das war nur ein Sieg gegen den Tabellenletzten. Nicht vergessen, schlechteste Offensive, schlechteste Defensive. Wir haben gegen die 2:0 gewonnen und jetzt müssen wir weiter arbeiten, 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 Tag und täglich. Morgens, mittags, abends. Sie müssen dreimal am Tag trainieren. Dreimal am Tag trainieren. Wir müssen da unten runterkommen. Applaus an die Fans, wirklich. Man sieht, die stehen immer hinter der Mannschaft. Die Mannschaft wird von den Fans immer die Unterstützung kriegen. Ich sage nur, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir müssen die Jungs und Trainerteam alle, hey, morgens, mittags, abends, ihr müsst dreimal am Tag täglich trainieren, trainieren und trainieren, weil dann können wir da unten rauskommen. Nur durch harte Arbeit können wir da unten rauskommen. Tu mal das Spielerische weg, aber nur durch harte Arbeit kommst du da unten raus. Ja, was soll ich sagen? Haben wir mal ein Wochenende, wo wir uns nicht aufregen. Ein Wochenende, wo wir uns nicht aufregen, wo wir wirklich gewonnen. Mehr auch nicht. Ich sag ja, hier, Mund abwischen, Mund abwischen, hart arbeiten, 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 dass wir dann beim nächsten Spiel in Hamburg vielleicht da einen Punkt holen. Oder 3 Punkte holen. Ich hoffe, dieses Spiel gibt ein bisschen Selbstvertrauen. Und bitte träumt nicht weiter. Ne? Wir haben nur gegen Jan Regensburg gewonnen. Ich sage, ich bin Realist. Wir haben gegen die schlechteste Mannschaft in der Liga gewonnen. Ne? Realistisch bleiben. Das war nur ein Sieg, ein Pflichtsieg. Wenn du die nicht geschlagen hättest, dann weiß ich nicht, gegen wen du noch gewinnen willst. Aber vielleicht Selbstvertrauen ein bisschen tanken, 2:0 für die Defensive. Ich weiß, Regensburg und Ulm waren jetzt nicht die Gegner, wo du sagst, boah. Aber vielleicht ein Sieg, ein bisschen Selbstvertrauen für die Spieler, die nicht dieses Selbstvertrauen haben. Vertrauen. Aber wir wissen ganz genau, wir sind in einer kritischen Lage. Die kritische Lage wird trotzdem da sein. Und wir können nur gemeinsam da raus. Egal, was für ein Chaoszeit bei Schalke gerade läuft, aber wir halten zusammen. Ich appelliere an die Verantwortlichen. Benutzt euer Verstand, die Gehirnzellen, sage ich mal. Überlegt denn ganz genau, was gut für Schalke ist und für uns Fans. Okay. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich habe verdienten Sieg gesehen, aber gegen eine Mannschaft, die zu Recht da unten steht. Okay, schreibt mal reichlich in die Kommentare. Wünsche ich euch allen Gottes Segen, euch, eure Familien, euren Freunden. Seid barmherzig, lieb miteinander. So, dann sage ich noch auf typisch Francesco Art. Ciao, ciao, arrivederci, Glück auf.